Was getan werden muss, muss getan werden. Und auch in anderen Cafés gibt es Probleme, die wir zu regeln haben. Und es gibt viel Geld zu verdienen und deswegen werden wir das machen. Wir werden alle Trümmer entfernen hier. Das ist doch schon mal ein Trümmer hier. Schreien wieder alle, was? Vesper, beste Modus. Ja, aber wir können uns hier ein bisschen was nebenbei verdienen. Wenn wir für andere Leute aufräumen. Und das machen wir erstmal, weil, guck mal, es gibt auch noch Erfahrung. Ach, geil. So können wir neues Zeug freischalten. Wir räumen erstmal den Müll weg. Und dann holen wir gleich die Hake raus und haken alles. Was sind das hier? Achso. Passendes Interieur wird natürlich ein Problem, ne? Aber das macht ja nichts. Wir machen das jetzt erstmal ganz in Ruhe hier. Es ist jetzt nicht unser Café. Das ist natürlich ein Fremdcafé. Aber das sieht schon mal ganz gut aus. So läuft auch die Zeit nicht weiter. Wir brauchen keinen Schlaf. Schlaf braucht niemand. Und es ist ein Montag. Und für andere Leute ein bisschen aufräumen, meine Güte. Haken. Woran sehe ich denn eigentlich, ob hier alles... Woran sehe ich denn, ob hier alles okay ist? Also... Woran erkenne ich das? Keine Ahnung. Naja. Müll, Müll, Müll. Oh, hier ist auch noch voll viel Zeug. Wir heben erstmal auf. Wir schauen erstmal, was hier so alles Feines gibt. Und dann wird es schön. Dann müssen wir dekorieren. Warum sind hier Einkaufswägen? Ich habe auch nur eine Hake, also. Wie soll ich zum Beispiel sowas hier machen? Naja. We will see. Komm, hake die Wand. Warum geht das nicht? Ich hake doch die Wand. Will er nicht. Fenster, machen wir neu. So. Mal die Fenster neu gemacht. Boah, ihr müsst aber echt genau arbeiten hier an dem Laden, hä? Muss jeden einzelnen Pinöppel machen. Ey, für 4000 Mücken mache ich jeden Pinöppel wieder blank. Na komm, der, wieso geht der nicht? Ich sehe doch, dass der was hat. Ich sehe doch, dass der nicht in Ordnung ist hier, der Pinöppel. Aber der hat keine Hitzone. Dann war er wohl nicht gebrochen genug. Oh, ich glaube, ich höre... Eventuell den Postwagen, aber ich weiß es noch nicht so genau. Das höre ich dann, wenn es bimmelt. Das höre ich dann, wenn es bimmelt. So. Ja, doch, es dreht was in der Einfahrt. Sofort wieder da.
So, da sind wir wieder da und jetzt machen wir das mal alles hier. Ich muss alles, alle Trümmer entfernen, alles sauber machen, alles reparieren, was geht. Habe aber irgendwie gar keine genaue dokumentarische Anzeige darüber, was jetzt wie viel gemacht werden muss. Ich muss es einfach einrichten und tun. Keine Ahnung. Kann ich alles auswählen? Ist das hier Free-Roaming-Mode? Muss ich da irgendeinen Wert einhalten an Geld? Das ist mir ein bisschen suspekt ja alles. Ich weiß nicht genau. Aber wir leveln dadurch und kriegen Upgrades und das ist schon mal geil. Das ist schon mal ganz geil. Ah, guck mal da. Ah, guck mal da. Eine Pfanddose. Zack. Gab noch mal ein bisschen Money. So, ah, guck mal, hier muss noch geharkt werden. So, muss ich hier irgendwas machen? Ne, da ist einfach nur ein Wohnhaus. So, das sieht eigentlich gut aus. Hier ist eigentlich auch alles soweit. So. Das ist jetzt natürlich die Frage. Wie richten wir das stilvoll ein? Wie viel Geld dürfen wir ausgeben? Wie viel Möbel und Lampen brauchen wir? Und brauchen wir Toiletten oder nicht? Oder... So, Decke rustikal oder was? Sieht ja grausam aus. Na, egal. Wir machen das hier fertig. Wir kriegen dafür Geld. Wir müssen nichts bezahlen. Das heißt, wir kaufen den teuren Zeugs. Oder geht das dann von meinem Lohn ab? Das ist jetzt natürlich eine Frage, die ich gar nicht so spontan beantworten kann eigentlich. Naja, schauen wir mal. So. Wegpacken. Flur ist wahrscheinlich der Boden, oder? Hacken wir das mal zurecht. So. Sieht auch schon mal okay aus. Teppich. Könnten Teppich machen. Farbe, Flur, Tapete. Wir nehmen mal hier so. Ich weiß nicht, wie ich von den Wänden das Zeug abkriege, aber... Naja, Wände. Ich das Zeug hier ab. Ist das mit der Hake ab? Am hinten Schwamm. Das hat mir vorher niemand gesagt. So, ist es von außen noch irgendwo vermoost? Nö, ich sehe jetzt keinen famosen Moos, Mann. Gut. Dann bauen wir denen mal eine Küche. Eine Küche, ein Küchen. Warte, was ist das denn? Ist ja mit digitaler Kasse oder was? Was verstehe ich jetzt nicht? Keine Ahnung. Wir machen denen das Schicko.
Mitarbeiter muss ich mich in dem Fall nicht kümmern, ne? Und Strom und so machen die selber, denke ich mal. So, die kriegen jetzt hier richtig das teure Zeug. Fetten Kühlschrank. Schöne doppelte Spüle. Kochdings, ein Fryer, ein Grill. Nee, hier kriegen ordentlichen Cooker. Kriegen ordentlichen Cooker und eine Dunstabzugshaube hier. Kriegen sie auch. So, dann kriegen sie Verkauf, natürlich. Hier einen ordentlichen Kaffeetable. Passt das nicht? Nee, das sieht aber auch kacke aus, ne? Es ist jetzt eh nicht wichtig, wie es aussieht, um ehrlich zu sein. Die sollen ja nur ihr kleines Kaffeechen hier irgendwie die Kette kriegen. Warum geht das nicht? So, siehst du, dann können die sich nämlich hier schön Wunderbärchen. Dann können die sich hier schön niederlassen. Möbel. Klassik. Ich würde sagen, das hier ist eher was für die. Oder? So, dann kriegen die noch Lampen. Hier so richtig fancy Zeug. So, das ist dann schon mal fancy ausgeleuchtet. Hier richtig Strahlemann in der Ecke. So, ich würde sagen, wir sind fertig, oder? Aufgabenbrett. Ah, eine Fritteuse und einen Grill brauchen die auch noch. Fritteuse, Grill, Popcorn. Ach du meine Güte. Im Moment Popcorn, eine Eismaschine. Die wollen eine Eismaschine, Speiseeismaschine. So haben sie auch Ventilatoren. Mit den Ventilatoren. Warte mal, Küchenschränke. Geschwindigkeit, okay. Okay, cool, wusste ich noch gar nicht. Fritteuse und Grill wollen die auch noch. Ist ja in der Ecke was grillen. Fritteuse. Na, die wird stinken. So, einen Dunstabzug brauchen wir noch einen. Machen wir den da oben hin. So, dann haben wir das. Deko und Unterhaltung brauchen wir noch. Und noch einen Tisch. Okay. Lampen, Möbel, Tische. Guck mal hier, machen wir noch so eine kleine, süße Komfortecke in die Ecke rein, wenn die passt. Passt die? Nee, passt nicht. Ja, so einen komischen Tisch hier. Gilt das als Deko? Keine Ahnung. Oh, guck mal hier, die kleine süße Komfortecke, wenn man hier reinkommt. Zack. So, Deko und Unterhaltung.
Musicbox. Passt gar nicht. Kann ich das Ding nochmal loswerden hier? So, und jetzt ist hier bestimmt noch ein bisschen Platz für Deko, Lampen, Bilder. Mal ein schönes Bild aufhängen hier irgendwo. So. Reiniger in 90% Tische. Es fehlt doch noch ein Tisch. Es fehlt ein kleiner Tisch. Was ist für ein Tisch? Passt er wohl hier hin? Ein Stehtisch? Die Coffee Moms? Nee, das passt nicht. Das ist kein Tisch. Vielleicht passt der Komforter hier trotzdem noch irgendwo hin. Mitten in den Raum. Direkt eine Fritteuse. Nee, ich brauche irgendwie einen kleinen modernen Tisch hier, eine Musicbox. Ach komm. Passt das echt nicht? Mist. Warte mal, bewegen. Das Ding vielleicht noch ein bisschen weiter rüber. Und jetzt den hier noch dazwischen. So, fertig. Ist die Sicherheit offen? Ja. Ergebnis 100%, gell? Boah, geil. Zack. Cool. Haben wir das erstmal erledigt? Mittwoch. Neuer Tag. Was ist denn hier am Mittwoch los? So, Fertigkeiten sind sie erreicht. Level 5. Schalte deine Skills. Okay, probier es aus. E-Mail, Bewertung, Tapete, Kamera, Werkzeug, Skills. Erhöht die Geschwindigkeit der Ausrüstungsreparatur. Erhöht die Geschwindigkeit deiner Angestellten. Das ist schon mal ganz gut. Erhöhe den Ruf. Wie viel habe ich denn? Ja, Preis der Utensilien. Das nochmal, das auf jeden Fall. Okay, wir haben nicht mehr genug Skill Points. So. Jetzt wollte ich mal eben gucken, Küchenschrank. Können wir einen Küchenschrank schon bauen? So, das erhöht ja angeblich die Geschwindigkeit, ne? Speiseeismaschine. Boah, cool. Ey, Katze. Würde ich sagen, ändern wir mal unser Design hier, unser Konzept. Okay, das reicht zum Zwischenherlaufen, das ist gut. Okidoki. Nee, Moment. Wir stellen hier noch einen Kassierer ein. So. Du machst das, ne? So, der Ort ist geöffnet. Eine Müllentsorgung brauchen wir eigentlich noch nicht. Wieso kommt niemand? Wir haben geöffnet und ich habe neue Dinge. Wir haben keine Lampen.
doof ist, ich hätte gerne so einen leichten Indikator dafür, ob ich jetzt über dem Tisch bin gerade oder nicht. Naja, wird schon gehen. Sperren Sie den Toilettenraum. Tablet, mein Rathorung. Wo ist mein Rathorung? Goldene Bank, Skill, Statistik, Tapete, Werkzeug. Wo ist denn mein Restaurant da? So. Na toll. Doch nochmal Müll entsorgen. So. Ah, dann müssen wir kurz warten. Macht ja nix, warten wir halt. Da. Müll, Müll ist weg. Aber jetzt, Leute, jetzt geht's los. Jetzt haben wir ein richtiges Restaurant, ey. Wer Toiletten hat, hat Restaurant. So, boah. Spielelampen, Toilette. Das ist aber teuer hier. Ne, wir machen erstmal. So, zwei Waschbecken. Es ist natürlich jetzt erstmal Standard, ne? Zwei Waschbecken. Der Händetrockner, der Dryer. Von Orgien. Nicht die Bällchen reinhängen. Seife. Seife ist für alle da. Ist ein bisschen hoch, das Waschbecken, oder? Naja. Ich will nicht mal mehr Geld. Zeit, ihr Geschäft zu erweitern. Kaufen Sie Regale, um Chips, Schokolade und Wasser zu verkaufen. Ein Regal? Verkauf, Regal, aha. Hier mal zwei Regale hinstellen. Kann ich da Getränke reinpacken? Immer noch nicht. Was ist mit den Getränken? Warum sind die so geheimnisvoll? Kaufen Sie Regale, um Chips, Schokolade und Wasser zu verkaufen. Lebensmittelgeschäft. Wollen wir denn Wasser? Kein Wasser. Was ist das? Haben wir nicht. Chips, Schokolade. Wo kriege ich denn so Zeug her? Kriege ich hier keine. Wo ist Chips, Schokolade? Tablet, Amazon, Verkauf. Ach so. Nee. Ja, hab ich. Es kommen auch irgendwie keine Kunden. Inventar. Ah. Okay, verstehe. Geben wir unser ganzes Geld hier aus. Ah, Chips, Schokolade, Wasser. Alle lieben Chips, Schokolade, Wasser. Hier noch ein bisschen Wasser. So. Haben wir das auch. Okay. Joa.
Jetzt offen oder nicht? Ja. Jetzt haben wir offen. Es ist natürlich Abend. Tolle Wurst. Leute, wir speichern an dieser Stelle. Und ich wünsche euch allen einen wunderschönen und erfolgreichen Tag. Und wir sehen uns in der nächsten Episode, wenn ihr Lust habt. Also macht's gut. Bis dann. Auf Wiedersehen. Reingehauen und ciao.